Wir spielen Gefragt, Gesagt. Johannes. Hallo. Johannes Madsen, Ladies and Gentlemen. Michael Holstein. Herzlich willkommen zu Gefragt, Gesagt, der Spielshow in der Pierre M. Krause Show. Unsere Kandidaten heute, Johannes Madsen. Hallo. Freut mich sehr. Und Pierre M. Krause. Gefragt, Gesagt ist ein Quiz, bei dem es darum geht, gleich mehrere Antworten auf eine Frage zu geben. Genau genommen drei. Auf jede Frage, die ich stelle, und ihr bekommt jeder eigene Fragen, sollt ihr bitte drei Antworten geben. Ja. Im Idealfall richtige. Ja. Und das bitte innerhalb von 5 Sekunden. Das ist die Bedenkzeit, die ihr habt. Das ist das Fiese. Das ist das Fiese. Deswegen, ich sage es gerne immer wieder, es heißt Gefragt, Gesagt, da ist kein Platz für gedacht. Einfach sofort die Antworten geben, die dir in den Sinn kommen, ohne nachzudenken. 5 Sekunden Zeit. Und dann ganz wichtig, wir haben hier einen Buzzer. Damit ist seine Funktion ausreichend erklärt. Wir haben ihn, also steht er da. Es ist ein wunderschöner Wasser. Es sieht mehr nach Gameshow aus, wenn da einer steht. Ja. Deswegen, damit wir diesen ganzen Effekt verstärken, wäre es cool, wenn ihr einfach, nachdem ihr eure Antworten gegeben habt, den Buzzer drückt, dann sieht es noch mehr nach Gameshow aus. So. Hat keinen Sinn fürs Spiel, machen wir aber. Sollten wir hinkriegen. Ich bin quasi der Buzzer dieser Show. Ne? Ich bin da, aber eigentlich völlig nutzlos. Ja, trifft's. Mal gucken, ob du als Kandidat vielleicht irgendwie gebrauchen bist. Wir probieren das. Hier ist die erste Frage. Sie geht an Johannes. Oh. Oh. Erste Frage an Johannes. Nenne die drei Hauptfiguren aus dem Märchen Hänsel und Gretel. Hänsel, Gretel und die Hexe. Alle drei. Oh, wow. Sehr gut. Das war sehr gut. Ich war so aufgeregt. Kannst du dir nicht vorstellen, wie aufgeregt ich war? Ich habe nämlich gedacht, wahrscheinlich schaffe ich überhaupt keine einzige Antwort. Und schon drei. Und ich hätte jetzt Wolf gesagt. Ich hätte jetzt Hänsel, Gretel und der Wolf gesagt, aber ist auch eine Hauptfigur, ne? Sei froh, dass das nicht deine Frage war. Ja, völlig richtig. Der Wolf war ja bei Schneewittchen. Bei Rotkäppchen. Bei Rotkäppchen. Der Wolf? Schneewittchen war der, war der hübsche Prinz. Letztendlich war das ja wie im Ohnsorgtheater. Es ist ein großes Ensemble und die tauchen alle überall auf. Ja. Ist das eigentlich alle Tür Märchen auf. Von genau. Grimm? Die genannten sind alle von Grimm. Aha. Ja, von den Brüdern. Drei Märchen von den Brüdern Grimm. Zweite Frage an Pierre. Nenne die drei Hauptfiguren aus dem Lied Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Fuchs, Gans, Jäger. Bam! Alle da. 3:3. Johannes. Zweite Frage an dich. Nenne drei Sportarten ohne Ball. Boah, ich wusste, was passiert. Schwimmen. Das ist... Aber schwimmen ist also schwimmen nehmen wir gerade noch mit. Jetzt fallen sie mir alle ein. Oh Mann, ey. Fahrradfahren, ja, Schach. Ja, wir Schach einen Sport. Ja. Auf jeden Fall gesagt, ohne Ball. Fuß, oh nein. Volley, oh nein. Wäre es Snooker gegangen? Ist es ein Ball oder ist es eine Kugel? Ist eine Kugel, ist ja was völlig anderes. Und ich habe gedacht, Snooker, nee, rund, das geht nicht. Es geht auf jeden Fall. Man schiebt ja keinen runden Ball, sondern man schiebt eine runde Kugel. Das ist ganz anderes. Pierre. Ja, Michael? Nenne drei Tiere ohne Beine. Schlange, Regenwurm, ein behinderter Hund. Jetzt kann man können das wir alle gelten lassen. Das ist eine sehr gute Vorlage für meinen lieben Kollegen Mike Krüger. Der würde an dieser Stelle sofort reagieren und würde sagen, was macht man denn mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Humor im SWR Fernsehen. Frage Nummer 3. Oh, ist schlecht. Johannes. Oh, ist mir wirklich schlecht. Oh. Nenne drei überbewertete Bands. Revolverheld, Madsen und Jennifer Rostock. Sehr gut, dass du die eigene genannt hast. Es ging nicht ohne, also das würde überheblich werden. Man muss Restsympathien bewahren, indem man sich selbst vor allem, Es gibt nicht so viele deutsche Bands. Ich finde, man darf sich nicht mit so vielen Bands verscherzen. Man trifft sie ja auch bei jeder Veranstaltung. Ja, genau, man trifft sich immer wieder, Und dann weißt du nicht, ob die im Catering vielleicht in die Cola pinkeln oder so. Ne? Das genau. passiert ja alles. Genau. Und nett sind sie alle. Sie sind wirklich alle fürchterlich nett, nur bei der Musik gibt es Streitfragen. Das ist das Schlimmste in diesem Gewerbe. Du triffst Bands, wo du sagst, ich will die hassen. Und dann kommen die und sind in der Show so wahnsinnig nette, sympathische, intelligente, humorvolle Typen. Ja, gerade Revolverheld. Ja, wirklich. Ja, Johannes, an der Stelle. Das sind so nette Jungs, aber die Musik ist wirklich auch toll. Ja. Ja. Frage an Pierre. Nenne drei... Was? Entschuldigung. Ja. Frage an Pierre. Ja. Oh Gott, ja. Ich glaube, ich kenne die erste Antwort von den dreien. Nenne drei überforderte Fernsehmoderatoren. Pierre M. Krause, Hajo Schumacher und Markus Lanz. Weil Markus Lanz trägt ein Indie. Hat er? Hat immer ein Indie, ja. Wirklich? Ja, hat immer ein
Man muss das mal beobachten, wenn Sie Lanz schauen zu Hause, was ich jeden Tag tue, auch in der Mediathek, auch wenn er nicht läuft, schaue ich Lanz. Und man sieht, er hat ein In-Ear und bekommt ganz viele Informationen live. Was aber okay ist, weil es ist eine tägliche Sendung. Und da muss man auch Informationen wie Guten Abend, herzlich willkommen bei Markus Lanz, mein Name ist Markus Lanz. Das ist aber, ich habe gehört, das soll nicht gesund sein, so ein In-Ear zu haben. Vincent van Gogh hatte auch eins und ihr seht ja, was aus ihm geworden ist. Frage Nummer 4. Johannes. Ich bin wieder dran. Ja. Nenne drei Dinge, die man tut, während man Auto fährt. Oh. Nicht aufs Handy gucken, keine SMS schreiben und auch keine WhatsApp schreiben. Ja. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Alles richtig. Alles sehr schön. Gas geben, lenken wären so ein paar Sachen, die ja. alle vorangehen würden. Oh Mist, das ist mir gerade gar nicht eingefallen. Sehr gut. Pierre, ja. Nenne drei Dinge, die man tut, während man schläft. Träumen, ja. eine Late-Night-Show moderieren, eine Late-Night-Show schauen. Hören Sie mich? Johannes, ja? Nenne drei Lieblingslieder. Oh, jetzt hast du mich kalt erwischt. Dirty Diana von Michael Jackson. Geil. Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim. Es Wirklich? Ist so schwierig hier Verdammt, zu setzen. Ich lieb dich von Matthias, Reim ist eins meiner absoluten. Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht. Mitternacht hab das früher auch gern gemacht. Dich brauche ich dafür nicht. Es ist eins meiner absoluten. Ich hab's mir so gewünscht, mal einen Tusch von dieser Band zu bekommen. Dabei. Rücken Sie mich weg, Herr Krause. Nein, Matthias Reim ist super. Es war vor allem das erste Lied, was ich in meiner Jugend, wozu ich geschwurft habe. Weißt du, was Schwurfen ist? Ja, selbstverständlich. Ich bin ja vor den 90ern geboren. Richtig, ich eben auch. Und Ende der 80er kam mir dieses Lied, glaube ich, in die Radios. Und da war die erste große Schuldisco. Wir wohnten sehr ländlich im befreundeten Nachbardorf bei einer Schulkollegin in der Scheune. Und da wurde mindestens 101 Mal das Lied Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim gehört. Und spätestens beim dritten Mal lagen sich alle pärchenweise in den Armen und haben dazu getanzt. Nicht geküsst, aber getanzt. Ich hab mir damals tatsächlich, es gab im WOM, kennt ihr WOM noch? Gab's World, of Music. World of Music. Ja. Da hat Matthias Reim in seiner Hochzeit Autogrammstunde gegeben und ich war da und hab mir ein Autogramm geholt. Ich hab das heute auch noch. Nein. Ja, ich hab's in meiner Brieftasche, ich hab's immer dabei. Es war 16 Wochen auf Platz 1 in Deutschland im Sommer 1990. Ja? Irgendjemand muss es gehört und gekauft haben. Es war, ja. Wie lange nochmal? 16 Wochen nämlich. Ja. Ne? Und das war bis dahin wirklich Rekord auch, glaube ich. Also von einem deutschen Interpreten. Es ist bis heute Rekord. Bis heute. Ist gleichgezogen und hat... Und jetzt kommen wir aber mit unserem... So, jetzt kommt ja das neue Album. Babylon war eine Woche länger. Oh. Halt nicht, dass hier irgendwie jemand sofort Es gibt Briefe, muss ich deswegen. Ja. Sag mal, okay. Wie steht es denn eigentlich? 1:0? Es kommt eine letzte Frage und dann werden wir auf unsere digitale Anzeigetafel schauen. Okay. Pierre, ja. Nenne deine drei Lieblingskörperteile. Mein Kopf, weil er ist sehr, sehr groß. Drei Punkte. Wir schauen auf Michael Leupold, unsere digitale Anzeigetafel. Und er zeigt uns an, wer gewonnen hat. Tatsächlich 4:3 für Pierre. Das ist das Symbol für Pierre M. Krause hat gewonnen. Ich habe gewonnen!